Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem neuen Food Haul von mir. Ich komme gerade vom Einkaufen und dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich diese Woche so koche und was ich so eingekauft habe. Habe meinen Wochenplan ausnahmsweise auch schon mal da, also ich lerne dazu. Und zwar wird er nicht so werden, wie er da steht wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich gut drumherum planen müssen, denn mein Backofen funktioniert seit gestern nicht mehr. Also der Backofen schon. Aber der Herd obendrauf nicht mehr, also die Herdplatten, die Gasplatten, da ist der Zünder anscheinend kaputt. Es kommt Gas raus, es kommt aber keine Flamme. Mein Mann meint, man könnte doch dann auch mit einem Feuerzeug dran gehen, aber ich und Gas mit dem Feuerzeug, Also ich sehe dann schon unser Haus, wie es in die Luft fliegt, deswegen lassen wir das. Auf jeden Fall habe ich eigentlich, weil heute ist Donnerstag, und eigentlich wollte ich heute Kielbasser machen mit Nudeln und einer Alfredo-Soße und das kann ich jetzt halt nicht, weil ich halt die Nudeln nicht kochen kann. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das ummodel. Auf jeden Fall heute normalerweise Kielbasa Alfredo mit Nudeln. Morgen wollte ich Ei-Spinat mit Kartoffelpüree machen. Samstag gibt es bei uns Pizza, wie immer. Sonntags Caesar Salad, da bleibt die Küche kalt, so oder so, weil es halt auch wärmer wird und ich bin auch jetzt am Schwitzen. Also es sind draußen bestimmt schon 24 Grad. Montag gibt es auf jeden Fall Frikadellen mit Kartoffeln und einem Gemüse dazu. Dienstag gibt es bei uns Tacos. Das machen wir öfters, Taco Tuesday. Mittwochs wollte ich dann Fisch mit Nudeln und irgendeinem Gemüse dazu machen. Genau, so sieht der Plan aus. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, in der Kommissarie. Ich habe jetzt insgesamt für den ganzen Einkauf 119,78 Dollar bezahlt. Also aufgerundet 120 Dollar kann man sagen. Wie viel das jetzt in Euro ist, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall fangen wir jetzt schnell an, weil, wie gesagt, ich glaube, nicht das, was auftaut. Fangen wir immer mit der Kühlkiste hier an. Ihr kennt es in meinem Coleman. Und zwar habe ich hier dieses Dressing mitgeholt, dieses Avocado-Dressing für den Caesar Salad am Sonntag. Dann habe ich auch nochmal Salat mitgeholt. Der hält sich jetzt wahrscheinlich nicht bis Sonntag, aber Salat esse ich auch so mal ganz gern. Und deswegen glaube ich nicht, dass er bis Sonntag überlebt. Da werde ich wahrscheinlich nochmal extra einkaufen müssen. Dann habe ich nochmal Blueberry Bagels mitgenommen, weil ich beim letzten Einkauf auch Cream Cheese gefunden habe. Und dann können die Kinder das mal nochmal zum Frühstück haben. Ich habe jetzt Bagels tatsächlich schon seit ein paar Wochen nicht mehr im Haus gehabt, weil es halt auch keinen Cream Cheese gab, also keinen Frischkäse. Dann habe ich einmal Sour Cream Light, also saure Sahne, die leichte Variante geholt für die Tacos. Und dann habe ich mal wieder Salami mitgeholt. Die Claire, die isst das so gerne. So ein Salami-Käsebrot holt die schon mal sehr gerne mit in die Schule. Hier ist dann die Kielbasa-Wurst für eigentlich heute Abend, aber die ist auch vorgekocht, glaube ich. Also wenn alle Stricke reißen, kann ich die eventuell in der Mikrowelle, in einem Wasserbad sozusagen, ein bisschen aufwärmen. Und mehr ist es eigentlich nicht. Ich muss mal gucken, wie wir das machen heute Abend. Auf jeden Fall habe ich deswegen auch Fritten mitgeholt, und zwar Tiefkühlfritten. Die kaufe ich wirklich super, super selten. Aber ich dachte mir, die kann ich dann in dem Airfryer machen oder im Backofen. Und dann habe ich noch Bratwurst in der Tiefkühltruhe und die könnte ich dann eventuell in den Airfryer schmeißen und dann hat man ja eigentlich schon eine Mahlzeit. Ein Salat dazu. Vielleicht machen wir das heute Abend dann anstelle von dieser Alfredo-Soße. Auf jeden Fall kam auch nochmal Rittersport-Marzipan mit. Mein veganes Magnum darf nicht fehlen. Also da hatte ich jetzt vorgestern das letzte gegessen und es ist ja, wie eben schon erwähnt, es ist momentan so warm draußen und da habe ich dann auch schon mal echt, ich könnte es jeden Tag essen. Ich finde es schade, dass da immer nur so 3 Stück drin sind. Könnten ruhig hier so Maxi-Packung von weiß ich nicht wie vielen. Ja, 3 Stück reichen auf jeden Fall nie. Die sind aber sehr schnell leer. Dann habe ich Rinderhackfleisch mitgeholt. Und zwar sind da, glaube ich, jetzt muss ich gucken, 93% Lean, das heißt 7% Fett. Genau, zweimal. Dann habe ich einmal Mexican Cheese mitgeholt. Auch wieder für die Tacos am Dienstag. Meinen veganen Käse. Da hatten sie jetzt leider keinen Provolone gehabt, sondern nur diesen Cheddar. Aber der ist auch okay. Die hatten da noch den American Cheese gehabt, aber ich kann American Cheese schon unvegan gar nicht ab. Also ich mag das Zeug gar nicht und deswegen habe ich dann jetzt hier den Cheddar mitgeholt. Der ist auch ganz gut. Ich glaube, den hatte ich auch schon gehabt. Damit habe ich auch schon Cool Cheese gemacht. Also das, was ihr hier vorne auf der Packung seht. Dann darf auch nochmal mein Kimchi mit. Das habe ich dann heute auch nochmal gekauft.
Eigentlich wollte ich 2 Packungen kaufen, weil ich da momentan wirklich sehr viel von esse. Aber als ich dann so den Preis gesehen habe, ich habe heute nochmal vermehrt auf Preise geachtet, weil mir durch den letzten Food Haul, wo ich die ganzen Preise mit eingeblendet habe, erstmal nochmal gesehen habe, wie viel die gesündere Ernährung eigentlich kostet. Also so ein Kimchi ist ja auch super gesund mit den probiotischen Bakterien und ganzen anderen Kram, der da so drin ist. Aber es kostet halt einfach mal über 4 Dollar. Das ist schon heftig, oder? Und dann durfte ausnahmsweise eine vegane Pizza mit für am Samstag. Also für meinen Mann und für meine Kinder mache ich die Pizza dann selber. Und dann normalerweise esse ich auch immer mit. Also ich mache immer eine Hälfte von einer Pizza vegan, sodass ich dann halt wirklich nur so Tomatensauce drauf mache und halt veganen Käse drauf tue und irgendein Gemüse, was ich noch im Kühlschrank rumfliegen habe. Aber ich habe mal so Lust hier auf so Fleischersatz, also hier so Pepperoni. Und die kann ich halt hier nicht kaufen einzeln. So vegetarische oder vegane Wurst, so für, ja, aufs Brot sozusagen, die bekomme ich hier nicht. Also das ist hier Fehlanzeige und deswegen habe ich mir die mal geholt. Die hatte ich auch schon mal gegessen vor, ich glaube, 2 Monaten. Da hatte ich die mal neu ausprobiert und die ist richtig gut. Also ich fand die super lecker. Es kann nur sein, dass ich mir noch ein bisschen extra Käse drauf knalle, weil davon ist nie genug drauf. Und dann haben wir auch wieder Halo Top. Und zwar einmal Peanut Butter Cup und für meinen Mann Cookie und Cream. Das waren die kalten Sachen, die räume ich jetzt erstmal weg, weil, wie gesagt, mir taut hier schon alles auf. Nicht, dass das Eis mir nachher davonläuft und dann bin ich sofort wieder für euch da. Ich bin sofort wieder da. So, weiter geht's mit der zweiten Tasche. Ich habe mir die schon mal hergestellt und zwar kam einmal hier der Spinat mit, für das Spinat mit dem Püree für wenn ich halt Spinat, Püree und Ei mache, das schmeckt das hier noch am besten. In Deutschland habe ich halt immer den Rahmspinat gekauft, den Tiefkühlrahmspinat, den bekomme ich hier natürlich nicht. Und deswegen, der kommt dem Ganzen immer schon am nächsten irgendwie, finde ich. Ich mache da immer so ein bisschen Hafermilch dazu, ein bisschen Muskat, Salz, Pfeffer und dann schmeckt das auch super lecker. Dann durfte auch eine Dose Erbsen-Möhren nicht fehlen. Ich weiß nicht wieso, aber Erbsen und Möhren schmecken aus der Dose einfach am geilsten. Ich habe keine Ahnung warum und wieso und weshalb, aber mit einer hellen Soße, so gut, so mega lecker. Das schmeckt dann so richtig nach Kindheit. Lecker. Zweimal Tomatendose aus der Soße, ja genau. Zweimal Tomatensoße aus der Dose, wow. Hier ist dann auch die Alfredo-Soße, aber die hält sich ja jetzt auch eine Weile. Also ich denke mal, innerhalb von ein paar Tagen haben wir unseren Ofen wieder, also unseren Herd. Und dann kann ich dann eventuell die Alfredo-Soße einfach mal so vielleicht mit Spaghetti machen, ein paar Schrimpchen kaufen im Sanaa und dann machen wir einfach mal so Alfredo-Schrimp-Pasta oder so, ist keine Ahnung. Aber ja, das durfte mit. 4-mal Thunfischsalat. Das habt ihr in meinem letzten Food Diaries auch gesehen, dass ich mir das schon mal gerne aufs Brot mache oder auf den Bagel. Esse ich total gerne und hält sich auch super lange. Muss auch nicht gekühlt werden. Das heißt, jetzt, wenn die Typhoon-Season jetzt nochmal anfängt, werde ich auch nochmal mehr kaufen auf Vorrat, dass wenn uns die wenn uns der Strom ausfällt und wir einfach mal gar nichts hier haben, womit wir kochen können, dann komme ich wenigstens ein bisschen Eiweiß rein. Dann habe ich noch mal ein paar Sandwich-Gurken gekauft. Die haben mir beim letzten Mal, als ich Burger gemacht habe, gefehlt. Oh mein Gott, das macht so viel aus, wenn man diese auf Sandwich, einfach nur auf Sandwich tut oder auf den Burger macht. Also das ist Game Changer. Super lecker. Dann habe ich 2-mal Spaghetti mitgenommen zum Vorrat einfach, weil ich vorgestern die letzten Spaghetti benutzt habe. Und ich kaufe da immer die schon die Länge haben wie der Topf. Hier steht ja Pot-Sized. Weil mich nervt das immer, wenn man die Spaghetti kauft, diese halt normalen Spaghetti, und dann bricht man die in der Mitte durch. Und wenn man die in der Mitte durchgebrochen hat, dann fliegen dann immer so Stückchen von den Spaghetti fliegen dann immer so in der Küche rum, wie so, weiß ich nicht was. Da muss man dann schon in Deckung gehen und das geht mir so auf die Nerven. Und deswegen kaufe ich die dann einfach schon so vor. Dann haut man die einfach so in den Topf, die passen direkt. Ja. 2-mal. 3 Fleischtomaten fürs Brot oder für so zwischendurch, für die Lunchbox, für die Kinder. 4 riesengroße Kartoffeln. Ich hoffe, dass ich davon wirklich dieses Püree machen kann. Zur Not machen wir daraus Ofenkartoffeln, weil, wie gesagt, mein Ofen geht ja. Hier haben wir dann aus der reduzierten Backware, habe ich hier so 3 mit, ich glaube, das ist Raspberry Jam. Ja, Himbeermarmelade gefüllten Donuts geholt. Sieht man die? Die sind so gut. Oh,
Da werde ich gleich einen essen. Ich denke, ich werde mir gleich noch einen Kaffee machen und da werde ich einen essen. Und die anderen bekommen dann die Kinder, wenn die aus der Schule kommen, gleich. Meine momentan absoluten Lieblingskekse, Peanut Butter Cup. Ich liebe die Textur von den Keksen. Die sind so sandig. Also kennt ihr dieses Spritzgebäck, was es im Lidl gibt, mit dieser Schokolade drumherum und den Kokosstreuseln, also dieses Spritzgebäckzeug? So ist dieser Keks. Das zerbröselt dir im Mund und ich liebe das. Oh, ich suchte die momentan. Die sind so gut. Also wenn ihr mal in Amerika seid, Urlaub macht oder vielleicht schaut ihr auch gerade zu und wohnt auch in Amerika. Gut, wahrscheinlich werdet ihr die Kekse dann schon kennen. Aber ja, ich liebe die Dinger. Falls ihr die noch nicht probiert habt und da dran kommt, probiert ihr unbedingt. Also wenn ihr auf Peanut Butter steht, so vor allen Dingen Peanut Butter Cup. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und dann hatte ich in der Kommissarie das Glück und habe mir zwei Coupons geholt. Und zwar habe ich damit 1,50 Dollar gespart. Und zwar gab es einen Coupon einmal für diese Dryer Sheets. Die habe ich jetzt nicht zwingend unbedingt sofort gebraucht. Aber früher oder später brauche ich die, weil das ist die Marke, die ich tatsächlich immer kaufe. Dann dachte ich, wenn ich jetzt schon mal so 50 Cent sparen kann auf so einer Packung, dann hole ich die auch mal gerade mit. Habe ich einmal. Und die ganze Küche, also ich habe das hier so neben mich gestellt. Das riecht so gut. Ich hänge mir die Dinge auch schon mal gerne in einen Kleiderschrank. So eine an den Kleiderhaken und der ganze Kleiderschrank riecht dann. Und die Klamotten. Herrlich. Dann habe ich auch nochmal Weichspüler gebraucht. Und dann hat meine älteste Tochter nochmal Bodylotion gebraucht. Da holen wir immer hier diese mit Aloe Vera. Die riecht auch total gut. Und es ist auch jetzt eines von der billigeren Marke, also dieses Wave. Das ist jetzt gar nicht so teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich bezahlt habe, aber ich hatte hier für einen Coupon. 1 Dollar habe ich gespart. Genau, das durfte dann auch noch mit Popopapier. Auch eines der günstigeren Klopapiere, die es bei uns in der Kommissarie gibt. Chamin gibt es bei uns nicht mehr. Also es gibt es schon noch, aber ich weigere mich, das zu kaufen, weil das ist mir einfach immer viel zu viel Geld. 17, 18 Dollar für Klopapier. Also darüber könnte ich mich aufregen, wirklich. Und dann war ich im Anschluss auch noch bei Sana hier um die Ecke, also bei den Japanern einkaufen, weil wir halt nur wirklich ein paar Kleinigkeiten gebraucht haben. Das war jetzt nicht viel. Ich habe den Zettel auch hier liegen, den Kassenzettel. Und ich habe insgesamt 1.099 Yen bezahlt. Das sind so, ich glaube, 9 Euro. Also das zeige ich euch auch ganz schnell. Das ist, wie gesagt, nicht viel. Eine gelbe Paprika, mal ausnahmsweise lose. Da konnte ich nicht dran vorbei. Ich glaube, das waren auch nur 1,50 Euro für so eine Paprika. Das geht noch. Beim letzten Food Haul habe ich euch ja die Paprikapreise in der Kommissarie eingeblendet. Und holla die Waldfee, ich sag's euch. Dann durften auch noch mal Bananen mit, 5 Stück. Die schmecken einfach aus dem Sana besser als aus der Kommissarie. Ich glaube, in der Kommissarie haben wir nur die Chicata. Heißen die Chicata? Oder Chiquita? Also die Markenbananen halt. Und die schmecken uns nicht so sehr, also nicht so gut wie hier die. Ich kann hier jetzt natürlich die Marke gar nicht lesen. Unifrutti, keine Ahnung. Aber die schmecken einfach echt super lecker. Richtig schön bananig und süß. Ja, wir mögen die lieber. Dann habe ich 2 Apfeltaschen mitgeholt für die Kinder für morgen früh zum Frühstück. Die waren auch runtergesetzt. 20 Yen jeweils. Das sind, glaube ich, 18 Cent. Aber 18 Cent sind 18 Cent, ne? Und dann habe ich mir 2 hart gekochte Eier geholt. Also normalerweise wollte ich mir die nochmal selber hart kochen. Ich tue auch in der Regel wirklich direkt so 10 Stück vorkochen. Aber kann ich halt jetzt gerade nicht. Und deswegen habe ich mir 2 Stück gekauft. Davon werde ich mir nachher 1 aufs Brötchen schmieren. Ich war nämlich auch beim Bäcker und habe mir ein Brötchen für mich gekauft, für jetzt gleich so wegzuessen, weil es schnell gehen muss. Weil ich muss jetzt hier gleich erstmal aufräumen. Und dann muss ich, wie gesagt, eine Maschine Wäsche starten. Davon habe ich heute auf jeden Fall 2. Dann möchte ich übrigens draußen aufhängen. Also ich habe da ganz gute Chance, dass sie dann heute Abend trocken ist. Und dann bin ich morgen mit der Wäsche nämlich fertig. Beziehungsweise wenn sie dann heute Abend trocken ist, dann werde ich die morgen wegfalten können. Ich schweife vom Thema ab. Brot habe ich auch nochmal mitgenommen. Es sind da, ich glaube, 8 Scheiben. Ja, 8 Scheiben sind da drin. Ich glaube, das waren noch keine 99 Cent. Also das habe ich so im Kopf, weil das sind halt Lebensmittel, die ich wirklich immer einkaufe, wenn ich im Sanaa bin. Dann habe ich was Neues entdeckt. Wer meine Food Diaries kennt, falls nicht und ihr habt Interesse an Food Diaries, schaut euch meine Food Diaries an. Die sind alle in der Playlist gelistet. Also ich glaube, ich habe mittlerweile, oh Gott, 40 Stück da drin oder so. Aber wer meine Food Diaries schon kennt, der wird auch mein Melon Pan kennen, mein Melonenbrot. Und die gibt es jetzt hier einfach mal als Keks.
Wer nicht weiß, was ein Melon Pan, also ein Melonenbrot ist, es ist eigentlich nichts weiter als ein süßes Hefebrötchen mit so einer Art Streusel- oder Kekstopping obendrauf. Und ich gehe davon aus, dass diese Kekse einfach nur dieses Kekstopping sind vom Melon Pan. Wir werden das mal probieren. Das kommt als normal und als Chocolate Chip. Und dann werden wir jetzt beides probieren. Oh, schaut mal. Ich zeige euch auch mein richtiges Melon Pan. Ich habe nämlich noch welches da, weil ich habe die immer im Haus. Ich liebe die Dinger. So sieht ein Melon Pan aus, in echt. Und jetzt haben wir die, einfach mal diesen Babykeks daneben. Ist das nicht süß? Oh wow. Ja, das ist das Topping von dem Melonenbrot. Richtig gut. Chocolate Chip werden wir jetzt auch noch testen. Sieht halt auch wirklich wieder so aus wie so ein Mini-Melon-Pan. Ja, die anderen schmecken besser. Das Einzige, was mich immer stört, ist, dass immer alles individuell nochmal eingepackt ist. Ich meine, das macht Sinn, wenn man nicht die ganze Tüte auf einmal essen will, dann werden die Kekse dann halt auch nicht stale. Ne? Das Problem hatte ich halt in Deutschland immer, wenn ich dann so eine Keks Packung aufgemacht habe und die nicht innerhalb von 2 Tagen weggefuttert hatte, dann haben die halt einfach nicht mehr so wirklich geschmeckt. Das Problem hat man dann halt nicht, aber den Plastikmüll stört mich schon. Aber ja, mega lecker. So, ich habe jetzt mehr nicht eingekauft, wobei das war jetzt eigentlich auch schon mehr als genug. Ja, ihr könnt mich ja mal wissen lassen, ob ihr zwischendurch auch mal meinen japanischen Einkauf sehen wollt, wenn ich den am gleichen Tag mache, ob euch das interessiert. Wenn nicht, dann lasse ich das nächste Mal weg. Ansonsten hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn dem so ist, vergesst das Däumchen nicht, damit YouTube mein Video besser pusht. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne noch kostenlos nachholen. Und ja, dann würde ich sagen, sehe ich euch beim nächsten Mal. Wiedersehen. Und dann, ui, ist schon eingedätscht. Ui, meine momentan absoluten Lieblingskäse. Käse. Oh Mann.